Liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Unboxing und Gewinnen hier bei Big Fish Media. Unsere Tackle-Rubrik, in der wir in jeder Folge Ruten, Rollen, Köder, Ausrüstungsteile, sonstige Gegenstände rund ums Angeln vorstellen, mit denen ihr besser fangen oder komfortabler angeln könnt. Und in jeder Folge von Unboxing und Gewinnen wird natürlich das vorgestellte Teil am Ende auch verlost für euch. Und ich sage was zum Gewinner des Preises vom letzten Mal. Zum Preis vom letzten Mal komme ich aber erst später. Jetzt mal zum Produkt direkt für diese Folge. Befindet sich hier drinne. Also höchstwahrscheinlich wird sich jeder von euch denken können, das ist eine Rute. Und zwar passend zur Jahreszeit, denn die Forellensaison, also das Angeln am Forellensee, ist noch in vollem Gange momentan. Und passend dazu haben wir ein Produkt für den Forellenangler diesmal im Programm. Und zwar, ich habe es schon gesagt, eine Rute. Und zwar ist das die The Danish Edition RX360 von Ironthraut. Danish Edition ist so eine spezielle Serie fürs Angeln an dänischen Forellenseen. Die Rute funktioniert natürlich aber auch an unseren deutschen Forellenseen. Aber speziell diese Rute hat ein paar Features, die sie besonders für Dänemark eignet. Welche das sind, das verrate ich später im Laufe des Videos. Jetzt packe ich die Rute erstmal aus. Da könnt ihr mal sehen, wie die aussieht und so ein bisschen, was sie für Features hat. Und dann alles Weitere zur Rute und dann könnt ihr sie auch gewinnen. Jetzt habt ihr The Danish Edition RX360. Das ist ein etwas schwieriger Name, aber ihr habt sie jetzt mal im Detail gesehen. Ist wirklich eine schön designte Rute hier mit dieser Dänemark-Flagge. Da weiß jeder, der in den Dänemark-Urlaub fährt, das ist meine Rute fürs Angeln am Forellensee. Aber wie ich schon gesagt habe, sie fängt natürlich nicht nur dänische Forellen, sondern sie eignet sich auch fürs Angeln an unseren deutschen Gewässern. Warum The Danish Edition speziell hier bei dieser Rute? Ja, sie ist dreiteilig, ihr habt es gesehen. Und es ist keine UL-Rute, sondern die hat ein Wurfgewicht bis 32 Gramm und ist 3,60 Meter lang. Und da wisst ihr schon, warum Danish Edition. Ihr habt es in Dänemark häufig, oder nicht immer, aber immer häufiger mit größeren Gewässern zu tun. Und da müsst ihr dann auch mal eine Spirulino-Montage weit werfen, um an die Fische ranzukommen. Das ist natürlich nicht nur in Dänemark so, sondern auch an vielen norddeutschen Forellenseen. Und deshalb ist das eine recht schwere Rute, speziell für große Forellenseen. Und 32 Gramm Wurfgewicht Maximum, ich habe es gesagt, damit kann man schon einen schweren Spirulino richtig weit raus befördern. Das geht mit normalen, leichten Spirulino-Routen meist nicht, aber mit der hier, da kann man richtig weit rauswerfen und dann auch die Fische erreichen, die dann wirklich mal weit entfernt vom Ufer stehen, denn das kann besonders im Tagesverlauf dann passieren. Am Anfang sind die Fische dann noch relativ weit vorne und ziehen sich dann im Laufe des Tages immer weiter in die Seemitte zurück, weil da Ruhe ist. Die meisten Angler kommen nicht hin, aber mit der Route hier, da kommst du auch auf Weite und kannst die, die entscheidenden Meter mehr machen, um dann auch besser zu fangen. Ansonsten, ich hatte es schon gesagt, zum Design hier schön designt mit diesem Rot-Weiß, mit der Flagge. Hier ein schöner Korkgriff hinten dran, kann man gut zum Werfen anpacken. Liegt gut in der Hand und man kann die Rute richtig schön aufladen. Ich habe es gesagt, dreiteilige Rute. Trotzdem noch sensible Spitze, dass man also auch beim Schleppen vom Spirulino den Biss gut erkennt, wenn die Forelle zupackt. Und der Blank ist wirklich schön schlicht, einfach gehalten, Ringe. Sauber verarbeitet wie bei allen Routen von der Danish Edition. Da habe ich wirklich nichts zu meckern. Der Rollenhalter, der fasst auch etwas größere Rollenmodelle mit einer größeren Spule, wo man mehr Schnur drauf bekommt und eine größere Spule hat und dann auch etwas weiter mit werfen kann. Das ist also auch kein Problem. Alles schön aufeinander abgestimmt. Und ich würde sagen, im nächsten Step sage ich jetzt was zum Gewinner des Preises vom letzten Mal. Und dann geht es auch schon ruckizucki an die Gewinnfrage hier für die The Danish Edition RX360.
zum Gewinner des Preises vom letzten Mal oder aus der letzten Folge. Wie ihr es bei Big Fish Media gewöhnt seid, wir können nicht alle Folgen nacheinander produzieren und können dann auch, weil wir nicht wissen ganz genau, wie die Reihenfolge ist, euch dann auch nicht jetzt mündlich sagen, welches Produkt beim letzten Mal dran war und wer gewonnen hat. Aber wie wir das dann immer machen, du findest den Gewinner des Preises vom letzten Mal zusammen mit dem Produkt vom letzten Mal in der Videobeschreibung hier unten, beziehungsweise in der Infobox. Da steht der Gewinnername und wenn du dich da angesprochen fühlst, bitte schreib auch wie immer eine E-Mail an bigfishmedia@web.de. Deine Adresse dazu packen, damit wir wissen, wo der Preis hin soll. Ein Screenshot von deinem YouTube- bzw. Google-Account. Und eine kurze Info, bei welchem Video du gewonnen hast, damit wir das auch zuordnen können. Damit da nicht nur steht, hey, ich habe gewonnen und wir wissen nicht, was das ist, weil wir halt mehrere Gewinnspiele immer laufen haben. Also kurz dabei schreiben, welches Produkt du gewonnen hast. Und dann geht der Preis an dich raus und wir wünschen dir schon mal viel Spaß damit. Und jetzt kann ich zur Gewinnfrage kommen für The Danish Edition RX360 von Iron Trout. Und zwar, die Gewinnfrage ist diesmal ganz einfach, wie immer, wie meistens. Es ist eine mehrteilige Rute hier. Und ich möchte von euch wissen, aus wie vielen Teilen besteht diese RX360 The Danish Edition von Iron Trout. Dürfte kein Problem sein, ich habe es gesagt im Video, es wurde auch gezeigt. Und deshalb denke ich, dass ihr diese Frage locker beantworten könnt. Richtige Lösung bitte, wie immer, hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten. Und dann geht demnächst diese Rute hier raus an einen glücklichen Forellenangler, der dann in Dänemark oder an einem deutschen Forellensee damit häufig, oder hoffe ich, so richtig Forellen abräumen kann. Dabei wünsche euch ich schon mal viel Petri. Heute habe ich irgendwie den Frosch im Hals. Und das war's für dieses Unboxing- und Gewinnvideo. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.